Es ist uns jetzt alles egal. So, Leute, was machen wir als nächstes? Was ist euer nächster Wunsch? Ich guck mal ganz kurz nach einer gewissen Sache. Was man als Belohnung bekommt. Na, nie wieder ermüden. Nie wieder ermüden, Mann. Also du kannst unendlich lang laufen. Ich habe nämlich hier gerade einen Moonbeam gesehen. Moonbeam müssen wir Import-Export machen. So. Was haben wir denn hier so? Feuerwehr. Taxi. Feuerwehr. Import. Patriot Rally. Feuerwehr. Stunts haben wir schon. Ja, haben wir doch schon. Man, Stunts haben wir schon abgeschlossen. Haben alle gemacht, die wir hier machen können. Hätte schon eine früher abbiegen müssen, ne? Vergesst das immer, dass er eine früher abbiegen muss. Ja, Player, du hast wieder geschlafen. Ja, mal einen Krankenwagen haben wir geschafft. So, zwei Wagen weg. Moonbeam noch schnell durchstreichen. First try. Und wir können jetzt unendlich lang laufen. Geilo. Was muss ich tun, damit meine Clips auch mit Bild angezeigt werden? Ist doch völlig egal, ob die mit Bild sind oder nicht. Oder sie stehen drin. Aber Feuerwehr ist halt wirklich auf der zweiten Insel besser, theoretisch. Weil Feuerwehr hier mit dem Wagen, diese Hügel immer, ist echt ätzend. Warte mal, ist da unten nicht der... Steht er gerade da? Ich sehe es nicht. Naja, steht da. Ist der Patriot hier. Wir machen die Rallye. Und geben den dann direkt ab. Weiß gar nicht mehr. Hatte ich damals mit dieser Rallye Probleme oder habe ich das ganz gut hingekriegt? Weiß das schon gar nicht mehr. Ging das hier los? So, der Witz an dem Auto ist, das Ding kann halt jeden Berg hinauffahren. Einer von 15. Das ist die Besonderheit an diesem Wagen. Jetzt glaube ich, muss ich wieder hoch. Kann sein, dass ich hier vielleicht einen Try mehr brauche, weil ich nicht so ganz verstehe, was ich machen muss. Oder nicht weiß, was die beste Route ist. Wir werden sehen. Oh Gott. Ups. Ist da unten noch? Oh, da unten ist auch noch einer. Oh, das ist aber schon leicht ätzend. Was haben sie sich bei dem denn gedacht? Was haben sie sich denn bei dem gedacht, Mann? Ja, der Wagen ist OP, das ist richtig. Deswegen wird der auch von Import-Export gesucht. Und deswegen gibt es auch nur den in Kugelsicher. Bei der einen Mission. Na hier, wenn du hier einen Fehler machst und runterfällst, ist halt vorbei. Das heißt, du brauchst hier echt
absolute Kontrolle über den Controller. Okay, wir haben relativ viel Zeit. Oh Gott, musste ich jetzt schon hier runter? Oder war hier am Ende noch einer? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, hier am Ende war noch einer. Da musste ich von oben machen, ne? Oder? Oh, ja, der ist echt assi. Normalerweise macht man den zuletzt. Und aus irgendeinem Grund mache ich den nicht zuletzt. Na gut. Göttlich Flashback FM, Mann. 80er Jahre Musik, obwohl das, der Teil spielt ja in den 90er Jahren, für alle, die es nicht wissen. Oh Gott. Höh, Moment mal. Oh nee, den hätte ich von da oben erwischen sollen. Fuck. Komm ich da hoch? Der Wagen schafft alles. Ja, Push It To The Limit ist mehr als die. Dann ist da. Nein! Get wrecked. Ja, es war klar, dass irgendwie sowas passieren musste, oder? Push It To The Limit hat nicht so ganz geklappt, ne? Hallo Hope. Das hat nicht so ganz geklappt. Feels bad, man. Ja, aber besser der Fail bei der Rallye als beim Krankenwagen, wa? Oh, wirklich jetzt? Oh Mann, ja, leicht übers Limit gepusht. In der Tat. Ja, das ist doch Abfuck, Mann, weil mir jetzt die ganzen Waffen fehlen. Ah. Kann ich nicht einfach Spiel laden? Da lade ich das Spiel nicht einfach. Fällt mir gerade so ein. Wir haben ja gespeichert nach Krankenwagen. Hey, 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 gib mal. Hey. So, dann machen wir jetzt noch Folgendes. Dann machen wir jetzt ein bisschen Main mit. Kein Spank für die Ladies. Ha, Will Smith, wie geht's? Luigi said to give you this, so... Here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. So, okay, und der Rotlichtbezirk, da haben wir einen Klo-Manager. Warum auch immer? Oh wow, die geben mir einen Baseballschläger, das ist sick. Okay, jetzt halt auf zu hupen, ich pack das Ding ja schon weg.
Ich habe jetzt aber auch nur neu geladen, weil ich wirklich nichts in der Zwischenzeit gemacht habe. Hätte ich jetzt irgendwie eine Mission gemacht oder irgendwas geschafft, hätte ich das nicht neu geladen. Nur so für eure Information. Muss ich Leute töten? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, ich musste den Typen töten, ne? Sagen wir es so, ich habe ihn bravourös getötet. Weißt du, und die empfehlen mir Waffen. Alter, was für ein Glatteis ist das denn hier? Klar haben wir Krankenwagen geschafft, Mann. Hab ich doch versprochen fürs Try. Krasseste Waffe ever, ein Auto. Ja, traurig, aber wahr irgendwie, was? Bei Regen hast du ja gar keinen Griff, Mann. Das kostet eigentlich 1000 Dollar? Alter, ist ja mega teuer. Genau, in 3 Stunden Stream regnet das 2,5. Könnte man so sagen. Gott sei Dank darf man es kaputt machen. Okay, die Karre hat aber auch echt ekligen Grip, muss ich sagen. So. Autos. Mann, warum sperrt ihr immer zu? Uhu. Ein Cabby. Don't move a muscle. Als ob. So, machen wir noch ein bisschen Luigi. Ja, 4K für so ein bisschen rumfahren. Naja, was heißt ein bisschen rumfahren? Du hast einen getötet, Mann. On a combo. What am I gonna do? Hey, 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 I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? Das ist der Bruder, Mick Smith. Son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ja, mit der Misty, als ob ich die anfassen würde, Mann. So, Misty freut sich bestimmt. Good old Cabby. Also, ihr wohnt ja hier. Mafia Simulator 2000. Boah, es ist eher die langsame Schneckensimulator, aber die Frau macht mich wahnsinnig. Lieber Need for Speed, lass dich doch überraschen. Ich habe kein Skript, wie ich dieses Spiel spiele. Genieß es einfach. Lehn dich einfach zurück und genieß diesen Stream. Das wäre mir sehr recht. Er lebt, alles cool. Ich fahre Misty in einem Taxi für einen Taxijob. Nicht schlecht, oder? Hallo Ramona.
be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? War alles? Das war alles. Es gibt aber auch nur 1000. Hey, wenn wir schon hier sind, machen wir Joey jetzt auch. Komm. Lips, letzte Lasagne. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Also ich könnte ewig essen, und ihr? 6 Minuten Zeit, ist ja easy. Denken die, ich bin langsam? Haben die nicht gerade gesehen, dass ich der Krankenwagen-Master bin? So, dann werde ich euch schon mal spoilern, was wir morgen ab 18 Uhr machen. Ich habe nämlich ein spezielles Programm geplant. Damit euch, weil wir müssen jetzt zum Beispiel auch 100 Taxifahrten machen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig und kann wahrscheinlich bis zu 2 Stunden dauern. Damit euch da nicht zu langweilig wird, habe ich mir gedacht, wir machen während den Taxifahrten ein kleines Song Request Special für alle Subs unter euch. Sodass ihr euch quasi 2 Stunden lang Songs wünschen könnt, die während den Taxifahrten laufen. In den anderen 2 Stunden, also in den 2 Stunden hören wir quasi Musik und labern ein bisschen zusammen. Wir machen das auch tatsächlich nur morgen um 18 Uhr, weil das wird halt ein Part werden, wo der Stream gemutet wird. Und dementsprechend wird, also jetzt schon mal für alle, die das irgendwie nachgucken oder so und sich je wundern, warum sie die Taxifahrten nie sehen werden, das liegt daran, dass ich sie nicht speichern kann, weil sie gemutet werden. Na? Daran wird das liegen. Und das machen wir morgen um 18. Und ich denke, das wird ganz chillig werden. Ich meine, wir haben jetzt gerade Krankenwagen überstanden, dann werden wir auch noch Taxifahrten überstehen, oder? Wenn du dir Bibi wünschst, Sebastian, hast du lebenslanges Verbot hier. So viel ist sicher. Ne, Colin, ich kann es ja dann auf YouTube auch nicht speichern. Auf YouTube wird es ja auch gemutet, deswegen wird der Taxi-Part einfach komplett nicht gespeichert auf Twitch. Und auch nicht für YouTube. Sollte es irgendeine Welt geben, in der ich es noch auf YouTube stelle. Und schön 10.000 Dollar. Der hätte mal deine Schulden bezahlt. Das ist ein Bobcat. Das ist sehr praktisch, weil der muss zu Import-Export. So, ich merke jetzt mir diesmal, dass ich hier schon rein muss. Dann ist der Weg nämlich super simpel. 10.000 für einen Mord ist ganz schön belegt. Naja, du musst dir den Namen halt auch erstmal erarbeiten, ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Wenn du hier einen auf Auftragskiller machst. Boah, das nie wieder ermüden ist schon sehr geil. Gut, dass wir das so früh gemacht haben.
Dann gehen wir jetzt wieder zu Luigi zurück. Wir dürfen dann nur nicht zu viel Missionen machen, nicht dass uns irgendwann alle hassen und dann die Taxi-Missionen unerträglich werden. Das vielleicht machen wir gleich doch noch was anderes. Was unangenehm wird. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnon Nation opposite the subway. Also diese fixen Quest-Dinger, weißt du, wenn ich daran denke, was für geiles Gespräch es für Saints Row so gab. Hier geht das, wird das noch alles recht schnell gehandhabt. Gut, ab Vice City wird's besser. GTA 3 ist ja auch im Endeffekt kein so gutes Spiel. Es ist halt nur wegen damals so nostalgiemäßig und weil es halt damals eine Revolution war. An sich ist es gar kein so gutes Spiel. Luigi said you'd need a piece, so go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. Wo hat er mir was hinterlassen? Ach Gottchen, das war ja am Arsch der Welt. Muss alles schnell gehen. Ja, ja, die sind alle schwer beschäftigt, die Jungs. Ach so, ich muss hier einen töten, aber die wollten mir dann nur eine Waffe geben. Ich verstehe. Ja, ich weiß, dass das hinten war, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich die scheiß Pistole nicht brauche. Die Pistole ist jetzt im Ammunition. Ja, leck. Wow, ihr zählt sogar Autos, mit die ich zerstören muss? Das ist ja nicht fair, Mann. Wisst ihr was? I'll give it a second try. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich gebe dem nur einen Try, wenn ich vorher speichere. Keine Lust, irgendwann meinen Scheiß zu verlieren. Adieu. Chunky LeChong. LeChong. Chunky LeChong is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the Na, subway. Ich brauch keine. So himself with a 9. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Göttlich der BF Injection. Geilste Karre. Das Ding ist. Jetzt habe ich Lust auf Frühlingsrollen. Gute Nacht, Corin. Gute Nacht. Ja. Warum wird der Ammunition eigentlich so krass angezeigt? Ach, wegen der Mission. Jetzt habe ich eine Munition brauche. Muss ich hier nicht einen töten? Cool, was für eine Anzeige. Hab ich nicht. Kann ich hier nicht einfach eine Molotow reinwerfen? Bin ich ein guter Molotow-Werfer? Yeah.
Ich bin eine Legende. Reinlaufen, Leute. Lull. Wie ein Profi mit der Molotow. Der Geldtransporter. All right, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Das ist überhaupt gar kein Thema. So, dass unsere Karre fast im Arsch ist, sollten wir eventuell unter Umständen einen anderen nehmen. Zum Beispiel hier so ein schönes Taxi. Wie ich die Cops gerade einfach nicht gebrauchen kann dann. Scheiße, ich hab die immer im Arsch. Könnte man echt nicht schießen? Und der Karre geht gleich in die Luft, das ist ein Problem. Man dafür jetzt nicht hat man dafür jetzt unendlich Zeit oder nicht, weil irgendwie. Irgendwie sehe ich keine Zeitanzeige. Vor allem der Wagen hat ja auch irgendwie überhaupt nicht Schiss oder so. Oh, wie unnötig das mit den Cops ist. Oh, zwei jetzt schon? Ich glaube, meine Karre ist vorher wieder im Arsch, oder? Oh, come on! Okay, das ist offensichtlich die erste Mission, wo man richtig Kopf im Arsch hat. Ah, noch sieht's ruhig aus. Ja, an GTA 3 waren die Kopf auch echt, also sehr aggressiv tatsächlich. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, hier gerade gutes RNG, keine Cops kommen. Das ist recht angenehm, muss ich sagen. Sehr angenehmes RNG gerade. Hätte auch nochmal nervig werden können. 20.000? Geil. El Burro bietet dir eine Chance an. Leute, es ist Telefon-Time. Es ist Telefon-Time. Vorher speichern wir aber mal. Uzi kann man nämlich immer gebrauchen. Uzi ist die wichtigste Waffe, ähnlich wie bei Saints Row im Spiel.
Richtig. It's time. To get under the phone. Aber viel wichtiger. Viel wichtiger. Und jetzt... Jetzt kommt der Sound des Sounds. Why you so stupid? Und es ist kein Subscriber, kein neuer. Feels bad, man. Gran Turismo. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels, and first through all the checkpoints wins the prize. Alice.